Und wir haben sogar grün. Hello. Oh. Die gehören gar nicht zusammen. An der Kreuzung links. Ja, dasselbe Spiel wie immer. Wir müssen links abbiegen und wir gucken und gucken und können vorbei. Die zweite Straße links abbiegen. It's a trap. Und ja, wir können ja vor. Und jetzt haben wir den gleichen Mist wie vorher. Vorfahrtgewehren, ich trau dem nicht. Ja, schnell, schnell. Kein Fehler, kein Fehler. Überprüfen Sie Ihre Fahrspur. Die ist korrekt. Vor allem gibt es ja auch keine. Die nächste rechts. Yes, yes, my dear asshole. To the right. I look to the left and look to the right. And now I'm driving right. With 30 miles per hour. Driving is so much cooler than driving a bicycle. And they're talking a lot of shit. This is the heart of London. We can see with taxis and with funny persons. So schnell grün? Interessant. Fahren Sie geradeaus. What he says? Wer Asterix und Obelix kennt, der weiß, wovon ich spreche. Biegen Sie bitte links ab. So, jetzt können wir mal das clevere Anfahren trainieren. Wir fahren mit ganzen 1 Meile pro Stunde an die Ampel heran. Oder wir holen uns Ice Cream. So, und ich habe jetzt gelernt, diese Ampel gilt Tatsache für uns. Also dürfen wir sie nicht überqueren. Macht sehr viel Sinn eigentlich. Da will ich mal flott abbiegen und plötzlich eine rote Ampel. Darauf achtet doch keiner. Na gut, wir sind in London, wir sind in Großbritannien auf einmal. Und wir waren ja die ganze Zeit in Deutschland, da gibt es wahrscheinlich solche Ampeln gar nicht. Die will man dann noch da wahrscheinlich gar nicht. Okay, jetzt ist wirklich grün, jetzt können wir sogar wirklich durchfahren. Das ist alles Einbahnstraße hier, nehme ich an. Schöne Häuser hier. Auch alle entsprechend in Englisch. Oh Gott, ein großer Kreisverkehr. Ich glaube, hier müssen wir sogar blinken, wenn wir rein wollen. Wir können ja rein. Und es gibt sogar Ampeln. Hey, die kennen wir doch. Oh, Junge, Junge, Junge. Riesengroße Haltelinie und ich weiß nicht, wo man halten muss. Oh, you fucking asshole! Don't drive into my hack! Hier jetzt links. Ach, hier gleich links? Wie Sie meinen? My Lord. Gut, da können wir nicht abbiegen, weil da Durchfahrt verboten ist. Wir haben ja schöne Bäume. Biegen Sie bitte links ab. Hä? Der setzt mich so weit zurück? Welcome to the Bug Zone! Yeah! Welcome to the Bug Zone! Yeah! Welcome to the Bug Zone! Schade, dass wir den Kopf nicht nach oben und unten neigen können. Welcome to the Bug Zone! Woohoo! The light is green and this light is red, but now we are in the Bug Zone! Bug Zone! Welcome to the Bug Zone! Yeah! Keine Ahnung, was ich hier gerade singe, aber ich bin gerade sehr, sehr empört über diese kleine Panne.
Gott, diese Erinnerung an 3D-Fahrschule 1 kommen hoch. Reiß dich zusammen, Kepo, reiß dich zusammen. Es ist grün. Don't panic, Kepo, don't panic. Chill the fuck out and concentrate. Yes, yes, into the circle of life. So schnell überfahren, leck mich doch einfach am Arsch hier. Ich denk's dir nicht, ganz überhaupt nicht allein. Nee, hab dich. You fucking dumb ass. So, jetzt fahre ich mal etwas schneller. Hier jetzt links. Dann biege ich jetzt mal hier links ab. Und es ist an der Kreuzung links. Und wir müssen Tatsache hier lang. Meine Güte. Und da vorne müssen wir links. Und was das für eine Karre vor uns ist, weiß ich leider nicht. Was könnte das denn für eine sein? Chrysler vielleicht? Man weiß es nicht. Dieses Thema hatten wir doch schon mal vor einer gewissen Zeit mal gehabt. Oh, darling! Oh, sweetheart! I'm on the upper side! Come on over! Yes, darling! Ach, die finde ich so sympathisch. Die scheinen deutsche Verwandte zu haben. Die solche Leute habe ich doch auch schon mal in Deutschland gesehen. Oh, Alter, der kann nicht fahren! Nein, du bist kein Trabi. Oh, halt. Kann ich hier vorbei? Ja, ich kann vorbei. Oh, ein Bus. Sieht aber nicht aus wie eins von diesen berühmten Londoner Bussen. Ach, da gibt es doch so ein schönes 70er-Lied. Oder 80er-Lied. One way wet. Biegen Sie bitte links ab. Dann ordnen wir uns mal besser links ein und dann biegen wir auch links ab. So, wir können vorbei. Warum gibt es hier eigentlich keinen Fish and Chips Laden? Very good. You don't make any mistakes. Get continue with the next. Experience. Box Junctions and Crossings. Gelb markierte Kreuzungen und spezielle Fußgängerüberwege erfordern ihr ganzes Können. Zusätzlich werden wir nun da auch das Rechtsabbiegen üben. Biegen Sie zweimal rechts ab. Dann machen wir das doch glatt. Huch, nein. Und ja. Prima. Hab ich gerade erschrocken ein bisschen. Hihi. Na. Wir müssen die Vorfahrt gewähren lassen, weil der ein bisschen zu langsam fährt. Tritt in die Hüften, Alter! What you say? I cannot understand your language. Oh my lord, you are too fast. I have a need for speed. Links. So, erneut eine rote Ampel in der Londoner Innenstadt. Ach doch, das kann man sich eigentlich gefallen lassen. Vor allen Dingen, dass hier sogar Markennamen drin sind, verwundert mich irgendwie ganz schön. Vor allen Dingen Samsung, McDonald's, TDK, Sanyo, alles bekannte Marken. Waren das wirklich die einzigen, die es sich leisten konnten, sowas zu implementieren? Ja, so.
Folgen Sie bitte der Hauptstraße. Oh, das ist praktisch hier. Natürlich lassen wir die vorbei. Das ist ein Fußgängerüberweg. Da müssen wir die vorbeilassen. Oder gelten in London andere Regeln? Blinken mal sicherheitshalber, man weiß ja nie. So, wo fahren wir denn hier vorbei an schönen Gebäuden? Fahren Sie geradeaus über die Kreuzung und danach rechts. Ah, das ist der Big Ben. Cool. Nice, nice. So, selbst für uns gilt grün. Biegen Sie hier rechts und anschließend gleich links ab. Gleich hier vorne rechts. Oh, warte mal, gleich mal gucken. Puh. Vorfahrt gewähren lassen, okay. Ist ein klein wenig kompliziert, als gerade komplizierter als gerade auszufahren, aber mal schauen. Das ist beides Einbahnstraße, okay. So, und jetzt links. Die nächste rechts. Na gut, dann wieder rechts. Auch sehr verwunderlich, dass hier keine Motorräder fahren. Na komm, tritt in die Hufen mit deiner Riesenkarosse. Richtig. Wir sind gut. Biegen Sie bitte links ab. Alles klar. Doch, ist richtig chillig hier durch London zu fahren. Oder sagen wir mal, entspannend. Seid ihr heutzutage chillig? Tja, da waren wir mal am Big Ben. Da ist er nochmal. So, muss ich hier anhalten? Ja, muss ich. Weil die Vorfahrtstraße da lang geht. Ja. Ich hab's noch kommen sehen. Ich habe es noch kommen sehen. Laut Big Ben ist es kurz vor 9:45. Tea Time ist noch nicht, die war schon. So, ich kann die Ampel nicht richtig einsehen. Ich muss ja dauernd meinen Kopf neigen. Und es ist grün. Die nächste rechts. Jetzt muss ich rechts abbiegen. Schön. Ohne in den Rückspiegel zu gucken. Warte mal, darf ich hier überhaupt? Ich habe Vorfahrt, okay. Sie sind zu weit an der gefahren. Nächsten Kreuzung. Was? Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Sei denn, ich traue mich das gar nicht, hier rückwärts zu fahren. Darf ich das überhaupt? Da darf ich gar nicht mehr rein, scheiße. Ah, das ist wieder ein Bug. Das ist wieder ein gottverdammter Bug. Biegen wir mal ab. Langsamer. Und es ist rot. Ach, da hinten. Wie hieß denn nochmal diese Brücke? Keine Ahnung, wie die nochmal hieß. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Was? Was? Ich habe mich richtig eingeordnet, verdammte Scheiße. An der nächsten Kreuzung rechts.
Hätte ich bloß das hier gemacht. Naja, 5 Fehlerpunkte.